Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Beim letzten Mal haben wir den Meister die Funkeli gerettet und heute gehen wir endlich an das wahrscheinlich letzte Kostüm, das wir in diesem Spiel sehen werden, an das Kung-Fu-Kostüm, weil wir haben vom Titel her ja eine Kung-Fu-Geschichte vor uns, also so heißt wirklich das Stück. Und dementsprechend kriegen wir hier definitiv irgendwas Kung-Fu-mäßiges. Also der Titel von der Show sagt ja eigentlich schon alles. Und ja, wir nähern uns, wie schon ein paar Mal erwähnt, ja, so langsam dem Ende vom Spiel. Also nächste Etage ist ja wahrscheinlich die letzte. Ging ein bisschen schnell das Spiel tatsächlich. Naja. Ich würde sagen, rein in die Kung-Fu-Geschichte, geben wir jemanden einen aufs Maul. Sensei, ich komme. Obwohl, nee, Kung-Fu ist ja mehr so China, ne? Sifu, ich komme. Nicht vergessen, jedes Mal, wenn es das erste Kapitel zu irgendeinem Ding ist, kann ich Sachen beleuchten. Meister, ich werde kommen, um sie zu retten. Noch ist nicht alles verloren. Hat euer Meister euch denn gar nichts beigebracht? Niemals die Hoffnung aufgeben. Oh, Geld. Die machen einen Abflug. Soll ich da rein? Ist hier was versteckt? Ja, hier war ein Stern versteckt. War ein bisschen offensichtlich, dass da was ist, wenn die Tür da so meterweit offen steht. Hey, ich leg dich wieder hin. Los! Nutzt die Drachenfaust! Drachentritt funktioniert auch. Oh, ich kann die Dinger beleuchten. Waren noch mehr von denen da? Wahrscheinlich schon. Immer aus dem Weg. Ja, da waren doch auch noch zwei. Ansonsten ist hier keins von den Dinger mehr. War ja schon oftmals so, dass ich Sachen einfach nur beleuchten muss und dafür einen Stern bekam. Der Typ tut mir jetzt gerade mittlerweile leid. Mittlerweile fühle ich mich einfach nur noch mit dem Mobber ihm gegenüber. Hier jetzt hier richtig krasse Kung-Fu-Action. Oh, danke. Die Prüfung meistern. Dürfen die Dinger mich treffen? Ja, dürfen sie. Also so ein Trainingskurs, ne? Kennt man aus jedem Kung-Fu-Film. Ich dachte, das wäre eine geheime Falltür, dass da unten irgendwas auf mich wartet. Kann ich auf den Dingern stehen? Nein. Auf den Vasen kann ich stehen. Bong. Okay, neues Kostüm incoming. Prüfung geschafft. Huh?
Ich hab die Drachenfaust und den Drachentritt. Ihr könnt mir nix. Jetzt haben wir ein episches Battle. Boah! Erstmal runter in die Schlucht. Feuer! Hey, ich dachte, vielleicht ist auf einem von den Dingern ja irgendwas versteckt. Vielleicht trotzdem sicherheitshalber mal eben kurz gucken. Vielleicht ist eins ja so ein geheimes Podest. Jetzt gibt's die ends krasse Kung-Fu-Action. Ich metze das hier einfach nieder. Feuer! Kann ich auch das einreißen? Kann ich. War klar, dass es dann dafür da was gibt. Das war mir als offensichtlich. Tschüss! Ich hoffe, die schaffen das. Geheime Drachen-Fausttritte. Ihr lernt den Drachenstil. Ein Duell mit einem mächtigen Gegner. Drücke mächtig mal B für einen Kick. Ha! Spiel ruhig mit deinem Bärtchen. Das beeindruckt mich nicht. Viel Arbeit wohl eigentlich darin steckt, so ein Bart sich so zusammenzurichten. Also jetzt nicht nur vom Wachsen her, sondern auch von der Pflege her und so weiter. Auch das Styling von dem Bart. Erstmal den mitnehmen. Tschüss. Ich räume hier erstmal auf. Oh. Die mit dem Tisch treten, macht sie instant kaputt. Warum kann ich deren Einrichtung zerstören? Achso, um hier dran zu kommen. Nur so zu Info, die springt von selbst auf, ne, perfekt auf diese Säulen. Es ist nicht so, dass ich perfekt lenken würde. So viel Skill habe ich nicht. Da oben war nichts mehr sonst. Ich habe auch bisher keinen verpasst. Tschüss. Hoio! Das ist einfach so wunderschön, sie wegfliegen zu sehen. Warte mal. Sah so aus, als ob ich da eventuell hin kann. Sie habe ich den Schleifentyp noch nicht gesehen. Kannst du mir dann mal zuwerfen? Danke.
Pam! Das war der Drachen-Lotus-Stil. Hier endet eure Geschichte, meint ihr wohl. Oh ja. Bam. Kann ich das Ding auch hoch? Nein, ich kann es nur runter sliden. Aber dafür stylisch. Da ist der Schleifentyp. Auf die ein paar Münzen mal gepfiffen. So wichtig sind sie auch nicht. Ich habe meistens Überfluss. Ich habe einen übersehen. Dann suchen wir mal eben kurz. Hier war der vorherige. Und da oben bekam ich den gerade, der dazwischen war. Das heißt, hier irgendwo auf dem Weg muss der allein sein. Podest. Ja, dann fehlt nur noch einer. Mein Hirn hat mal funktioniert. Meister, ich komme! Geh mir aus dem Weg. Tschüss. Keine Sorge, das mache ich. Und ihn trete ich einfach durch den Stein. Meister! Ja, kommt doch! Na? Wollt ihr noch eine Ladung? Ich mache mich mit verbundenen Augen fertig. Jetzt kommt bestimmt noch mal deren Meister. Dann machen wir mal unser Duell zu Ende. Da ein Lotus-Kick. Cool, dass ich hier mit Quicktime-Events arbeiten muss. Drachenkick! Den haben wir ordentlich einen aufs Maul gegeben.
Die kommt so schnell nicht wieder. Na gut, ne? Damit haben wir das letzte Kostüm dann jetzt auch kennengelernt. Oh, was für ein richtig geiles Bild. Ey, das kann man ja als Hintergrund benutzen. Na gut, damit haben wir definitiv das letzte Kostüm in der Reihe dann jetzt gesehen. Das Kung-Fu-Kostüm finde ich auch richtig geil. Kung-Fu-Kleid hat ein bisschen was mit den Wolken. Ist ein schönes Muster auf jeden Fall. Vor allem die Mucke ist auch richtig gut. Guck mal, mit dem Drachenstil lag ich auch nicht falsch. Er hieß sogar Drachentritt. Ich habe nur aus Spaß die ganze Zeit so gesagt, Drachenstil. Dabei war es sogar richtig. Der Drache hat ja auch seine besondere Bedeutung in China, ne? Also nicht, dass Kung-Fu jetzt nur China wäre, aber ich meine, das ist so der Geburtsort von Kung-Fu. Falls nicht, seht ihr hier gerade eine Textnachricht, die mich korrigiert, dass Kung-Fu aus einem anderen Land stammt, aber ich meine, dass sie aus China stammt. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Beziehungsweise mit der Show. Beim nächsten Mal die Verschwörung im Regen. Das wird eine Wahnsinns-Show. Da werden wir dann einen weiteren Fall klären. Ich werde wahrscheinlich wieder eine halbe Ewigkeit auf dem Schlauch stehen. Nichtsdestotrotz, wenn euch die Show heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.